Secondhand-Mode oder auch nachhaltige Mode muss definitiv nicht langweilig sein. Ich kaufe jetzt fast schon, sind es 2 Jahre oder so, fast ausschließlich nur noch Secondhand, ein kleiner Teil nachhaltige Mode und in ganz, ganz seltenen Fällen was Herkömmliches, wenn ich was dringend brauche. Und ich möchte dir in diesem Format zeigen, dass es echt easy ist, sich gut zu kleiden. Wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich stelle euch heute 7 Outfits vor. Dieses Mal wird es ein bisschen anders. Ne? Also es ist eine Ankündigung mit im Video, so viel sage ich dir aber bei den 2 letzten Outfits, weil da ist dann so ein kleiner Pluspunkt dabei. Und ich würde jetzt sagen, ich komme gar nicht lange ins Quatschen, sondern wir fangen gleich mit dem ersten Outfit an. Outfit Nummer 1, da trage ich einen Pullover, der ist für die kalten Tage nicht gemacht, weil da ist die Schulter ja sehr krass zu sehen und der ist auch nicht sonderlich warm. Aber ich mag ihn nicht gerne, aber er hing jetzt lustigerweise wirklich eine ganze Weile im Kleiderschrank und ich versuche halt schon zu scannen, was trage ich aus meinem Kleiderschrank und was trage ich gar nicht. Und alles, was ich gar nicht trage, muss natürlich gehen. Und der ist noch herkömmlich gekauft bei Gina Tricot und da war ich wirklich ein großer Fan davon, weil ich mochte die Klamotten echt super gerne. Drunter trage ich ein schwarzes Trägershirt, das dürfte eins von H&M sein oder irgendwie was anderes, Basic-mäßiges, von denen habe ich ja einige. Und dazu trage ich eine Mavi Jeans, die wird leider schon zu groß, das ist schade, sie sitzt eigentlich perfekt um den Bauch rum, sie geht ein bisschen höher. Von dem her eigentlich richtig gut und mit der Figur, die ich im Moment habe, durch die fast 6 Kilo, die ich abgenommen habe, ist das eigentlich ein wunderbarer Schnitt, nur ist leider ein bisschen zu groß geworden, dummerweise. Dazu trage ich, habe sie immer Stiefelchen ohne Namen genannt, aber Tamaris Stiefel tatsächlich. Nicht meine Lieblingsstiefel, aber wer hätte es gedacht, ich habe die so günstig geschossen, dass ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass das Markenschuhe sind. Ich habe da nie drauf geguckt. Ist von Tamaris. Outfit Nummer 2. Und da trage ich das Cokey-Oberteil. Und von dem wisst ihr, das mag ich echt gerne. Also fehlt es eigentlich schon fast nicht in einem Lookbook, was Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer kannst du natürlich nicht mehr anziehen. Das ist klar. Es ist nicht ganz praktisch. Vorne rum ist es nicht ganz so warm, hinten rum ist es ein bisschen wärmer. Also es ist so eine Mischung aus Hemd und Pulli. Aber ich mag es trotzdem echt gerne, muss ich sagen. Dazu trage ich wieder diese Mavi Jeans. Wie gesagt, perfekter Schnitt eigentlich, wenn sie passen würde. Am Anfang, als ich die gekauft habe, hat die super gepasst. Ich war echt baff, wie das am Bauch aussieht und so. Richtig super. Aber jetzt, naja. Und dazu trage ich dann wieder die Tamaris-Stiefelchen. Es ist halt nicht mein Favorit, aber auch okay. Ich habe sie ja schließlich gekauft. Outfit Nummer 3 und da trage ich die Punkte-Bluse. Die ist von Zara ursprünglich. Ich habe sie aber gebraucht gekauft. Und leider hat sie schon das ein oder andere Loch. Kennt das jemand von euch so um die Gürtelschlaufe rum, dass da halt einfach Löcher entstehen? Ich weiß auch nicht. Bleibe ich mit den Klamotten da hängen? Irgendwie so, weil alle Kleidungsstücke, die bei mir jetzt kaputt gegangen sind, irgendwie die ich halt vorne rumtrage, die haben alle das gleiche Merkmal, nämlich so Löcher vorne rum und ich vermute, da ist echt der Gürtel dran schuld. Also wenn ich mal wieder so eine finde, werde ich sie auf jeden Fall mir besorgen, aber natürlich secondhand. Und dazu trage ich auch die Mavi Jeans. Die kam recht viel zum Einsatz. Also ich mag die auch echt gerne. Nur wie gesagt, sitzt sie nicht mehr hundertprozentig gut. Aber dieses Mal trage ich die Rieger Boots. Die mag ich ein bisschen mehr. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, so ursprünglich auch gedacht, dass ich die einen Stiefel mehr mag als die Rieger Boots. Aber die Rieger Boots kommen viel zum Einsatz. Im nächsten Outfit trage ich das Spitzenoberteil von H&M. Würde ich mir in der Form definitiv nicht mehr kaufen, zumal ich dieses Glänzende auch komisch finde. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich die Videos schneide und ich habe so ein Oberteil angehabt, denke ich mir jedes Mal so,
Irgendwie gefällt dir das nicht mehr. Dazu habe ich jetzt auch wieder so ein basic schwarzes T-Shirt drunter. Und die Mavi Jeans, die hat da richtig gut dazu gepasst. Ich habe, glaube ich, ich weiß es jetzt gerade nicht aus, wenn ich mir jetzt was Falsches sage, aber ich vermute mal, dass ich meine schwarze Strickjacke über der ganzen Geschichte drüber hatte, weil nur das T-Shirt ist ein bisschen wenig. Und dazu trage ich die Rieger Boots wieder. Ein Outfit, was ich echt gerne mag, ist das Outfit mit dem Sarah-Oberteil, mit dem gestreiften. Ich habe es jetzt erst wieder in der Wäsche gehabt und ich liebe das Oberteil echt. Zusammen mit meiner grauen Hose von Esprit ist das einfach ein Oberteil oder ein Outfit insgesamt, was einfach super gut passt. Nur muss es an dem Tag wirklich kalt gewesen sein. Das habe ich immer wieder. Ich bin eh eine Frostbeule. Jetzt wird es wärmer, Gott sei Dank. Aber zu dem Zeitpunkt muss es mir wirklich kalt gewesen sein, weil sonst hätte ich darüber nicht auch noch eine Strickjacke angehabt. Und dazu trage ich wieder meine Rika-Stiefelchen, denn die passen unwahrscheinlich gut zu der grauen Hose. Ich bin nicht die allergrößte mit 1,59 Meter, aber die Kombination Rika-Stiefelchen und die graue Hose, da sehe ich ein bisschen größer aus, denke ich mir halt jedes Mal. So, jetzt kommt die Besonderheit. Wer mir auf meinem Zweitkanal nicht folgt, da hatte ich ja ein Video dazu gemacht. Ich mache das Project 333. Das bedeutet 3 Monate lang mit 33 Kleidungsstücke auskommen. Vielleicht entsteht für mich da eine Kapsel Wardrobe, kann ich noch nicht sagen, aber ich möchte einfach mal wieder dieses Project 333 machen. Das habe ich schon vor Jahren mal gemacht, ich glaube vor 2 Jahren oder so, und bin dann nie wieder dazu gekommen. Und die letzten beiden Outfits sind eben im Rahmen dieses Project 333. Und es wird natürlich so sein, dass es jetzt in den folgenden Lookbooks nicht so viel Abwechslung gibt. Da wird sich viel mehr wiederholen. Aber warum da nicht reingucken und zu schauen, wie ich mit meinem Projekt 333 klarkomme. Und im 6. Outfit trage ich meinen lila Pulli. Den habe ich in das Projekt mit aufgenommen. Ich hoffe, das war kein Fehler, weil es wird jetzt wärmer. Und ich bin mal gespannt. Dazu trage ich eine schwarze Leggings. Denn eine schwarze Leggings von meinen dreien darf auch mitspielen. Bin ich auch gespannt, wie das so wird. Und dazu trage ich meine schwarzen Rieger Boots wieder, weil die Kombination einfach gut passt. Aber ich glaube, diesen Pulli brauche ich eventuell nicht mehr. Ich bin mir echt unsicher. Letztes Outfit, und das ist das heutige Outfit. Ich habe mir halt einfach gedacht, Hoodie passt auf jeden Fall. Den kannst du ausziehen, den kannst du auch mal alleine anziehen. Zwiebellook ist da am allerpassendsten, weil wir jetzt ja auch in eine wärmere Zeit reinsliden. Hoffentlich. Deswegen bin ich mir so unsicher mit dem lilanen Pulli, ob der vielleicht echt eine falsche Entscheidung war. Egal. Auf jeden Fall mein Blumenhoodie. Und den trage ich echt gerne. Leider ist er schon etwas ausgewaschen. Dazu ein What About a Tea T-Shirt. Und das habe ich damals im Doppelpack gekauft und ich bin mit diesen Basic-T-Shirts einfach unwahrscheinlich zufrieden, denn ich brauche auch nicht notgedrungen Schnickschnack auf meinem T-Shirt. Außer ich möchte irgendwie ein spezielles haben, passiert das ein oder andere Mal schon, aber so hauptsächlich trage ich eh meistens Streifen oder einfarbig. Und die What About Tea T-Shirts, die haben echt eine sehr gute Qualität. Also ich bin mit denen echt zufrieden. Am Anfang waren sie ein bisschen zu eng. Gut, ich wiege jetzt auch fast 6 Kilo weniger. Das hat auch so eine Sache. Dazu trage ich, warum gucke ich eigentlich nach? Ich kann an mir runter gucken. Dazu trage ich meine Cecile Jeans. Die ist in der Größe 33 auch nicht mehr so hundertprozentig passend. Aber sie passt schon noch, mit Gürtel geht alles. Mit Gürtel geht definitiv alles. Und ich mag die Hose echt gerne, weil sie halt so eine abgewetzte Struktur hat. Und ich bin mal gespannt, weil der Jeans so ein bisschen dicker ist, wie lange der mir halten wird. Weil ich habe das oft, das Problem, weil mir Jeans zwischen den Beinen dann einfach auch kaputt gehen. Wenn dieser Stoff zu dünn ist, dann
habe ich nicht lange von der Hose, ist sie aber auch dicker und rauer und dann kann es auch passieren, dass es schnell kaputt geht. Das ist halt immer so ein Abwägen, ne? Und dazu trage ich meine weißen Pumas. Ich habe insgesamt 4 Paar Schuhe im Projekt 333. Ich bin echt gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Ich bin super nervös, auch auf die nächsten 3 Monate, wie ich das hinbekomme. Wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, dann empfehle ich euch zum einen meinen Zweitkanal. Da gibt es hin und wieder Videos zum Thema Minimalismus. Und mein Instagram-Profil. Da stelle ich die 33 Kleidungsstücke plus Schuhe natürlich vor, die in Projekt 333 Platz gefunden haben. Also guck auf jeden Fall mal auf Instagram bei mir vorbei. Link dazu findest du in der Infobox. Gleichzeitig gibt es eben auch Videos zum Thema auf meinem Zweitkanal. Und ich melde mich an der Stelle wieder ab, bin echt mega nervös, weil ich mir auch einen Kaufstopp verhängt habe. Das wird eine interessante Zeit, aber ich bin positiv nervös, was das betrifft. Ich sage danke fürs Einschalten, ihr gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!